Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden hier heute diese Musa SBC abschließen. Auch einfach mal draufklicken, was ich hier gemacht habe. Ihr seht ihr, ich gebe auch hier jetzt meinen Musa hier ab. Also ihr, wenn ihr zum Beispiel noch so eine Karte habt in der 83er Version oder so, könnt ihr hier auch dann einfach statt Martinez ein 80er oder 81er nehmen. Ich möchte die nicht abgeben, weil ich die behalten möchte. Deswegen zahle ich da einfach ein paar Coins im Endeffekt mehr. Zeige euch das, wie ich das hier gemacht habe. Zeige einfach mal, kostet ungefähr 80.000 ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, 75 bis 80.000 ungefähr. Gehen wir einfach mal durch. 84er sind halt relativ teuer, 85er 14.000, sehr, sehr, sehr teuer sogar. Inyama, Musa, Icardi, Perisic. Ah, ich denke also nicht ganz 80k, der wird 2k oder so kosten. Wie gesagt, zwei Stück kosten immer 15k ungefähr. Martinez kostet natürlich schon allein 15k. Ist in Ordnung, die Karte ist schon nice. Also, was ich da bis jetzt gesehen habe, wie der spielt, soll sehr, sehr gut sein. Vielleicht teste ich den Kollegen. Mal schauen. Die Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Wir auch ein Vardy. Deswegen wäre das nicht so schlecht, den und Vardy mal zu testen zusammen. Gehen beide bestimmt gut ab. Sind beide OP. Senden wir jetzt einfach ab. Und dann haben wir so einen Musa in unserem Verein. Auf jeden Fall nice, 85er SBC Musa, 97 Tempo, 78 Schuss, sieht schon sehr, sehr krank aus, 92 Dribbling und 78 passen. Physis braucht der Kollege eigentlich nicht, weil der sich eh immer gut durchsetzen kann. Packen wir einen Verein, das hier stoßen wir wie immer ab, muss man leider immer abstoßen. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, ciao, ciao. Bis die Tage, meine lieben Freunde.